Vor 3 Jahren wurde das größte Experiment der Welt gestartet. Physiker wollten den Urknall auf der Erde erzeugen und grundlegende Fragen der Menschheit beantworten. Doch viele Menschen hatten Angst. Ihre schlimmste Befürchtung: die Erde könnte in einem schwarzen Loch versinken. Die Welt stand am Abgrund. Doch dann passierte nichts. Und hier stehe ich jetzt mittendrin im LHC, dem größten Teilchenbeschleuniger der Welt. Hinter diesen meterdicken Stahltüren fand das Experiment statt. Und wenn man hier steht, da fragt man sich schon, war alles falscher Alarm? Glücklicherweise leben wir noch. Doch wurde der Weltuntergang jetzt abgeblasen oder kommt der große Knall erst noch? Was genau ist eigentlich in den letzten 3 Jahren dort drin passiert? Mai 2008. Das größte Experiment der Welt ist startklar. Rüdiger Schmidt und seine Kollegen checken den Beschleuniger ein letztes Mal. Die tonnenschweren Magneten haben die Sicherheitsingenieure immer mal wieder vor Probleme gestellt. Endlich ist es soweit. Die Türen zum Tunnel sind zu und die Röhren bis fast auf den absoluten Nullpunkt abgekühlt. Dann kommt es zum Zwischenfall. Das war morgens gegen 11 und ich wurde angerufen vom Kontrollraum. Mir wurde gesagt, dass da merkwürdige Dinge passieren. Der Strom im Tunnel ist ausgefallen. Im dürftigen Licht einer Taschenlampe suchen Feuerwehrleute nach dem Leck. Mir wurde gesagt, dass der Tunnel voll von Helium ist. Und ich habe sofort schon angenommen, dass da irgendwas passiert ist, was wir wirklich nicht haben wollten. Die Röhren sind rundum mit Eis bedeckt. Ein Zeichen für austretendes Kühlmittel. Irgendwo muss eine Heliumleitung geborsten sein. Das Gas hat sich erwärmt und explosionsartig ausgedehnt. Dadurch haben sich Magneten auf mehreren hundert Metern verschoben. Und dadurch hatten wir dieses Schaden an insgesamt 50 Magneten. Die Wucht hat tonnenschwere Bauteile aus der Verankerung gerissen, zum Teil sogar verbogen. Die Verbindungen der Strahlrohre zerfetzt. 18 Monate dauert die Reparatur. Nach jahrelanger Vorbereitung ein schwerer Schlag für die Wissenschaftler am CERN. Zu lange schon grübeln sie über die großen Fragen der Menschheit. Was geschah in der Geburtssekunde des Universums vor 13 Milliarden Jahren? Welche Kräfte lenken den Kosmos? Oder schlicht, warum ist die Welt so, wie sie ist? Um diese Fragen zu beantworten, versuchen die Wissenschaftler, zurück zum Anfang von allem zu gehen. Zur ersten Sekunde nach dem Urknall. Start der Zeitreise 13,5 Milliarden Jahre später, auf der Erde am Genfer See, im Grenzgebiet zwischen Frankreich und der Schweiz. Ein 27 Kilometer langer kreisrunder Tunnel, bis zu 100 Meter tief unter der Erde. In diesen Röhren rasen kleinste Teilchen auf Kollisionskurs. Beim Crash soll ein heißer Feuerball entstehen. Ein Feuerball, der den Urknall simuliert. Ein menschengemachter Big Bang. Hier wird er vermessen, im Atlas-Detektor, einem gigantischen Auffanggefäß für winzigste Atomsplitter. In diesem Gewirr wollen die Wissenschaftler etwas beobachten, was niemand zuvor gesehen hat. Doch Michael Hauschild und die anderen Atlas-Physiker müssen sich gedulden, bis sie dem Objekt ihrer Begierde begegnen können. Wir sind jetzt hier unterhalb des Atlas-Detektors und über mir befindet sich das Strahlrohr des LHC-Beschleunigers. In der Verlängerung, in etwa nur 10 Meter Entfernung von hier, werden die ersten Kollisionen stattfinden. Und unter den ersten Kollisionen hoffen wir dann auch, das erste Higgs-Teilchen zu finden. Higgs-Teilchen? Worum geht's da überhaupt? Vielleicht hilft ein Blick in die atomare Welt und unsere Vorstellung davon. Vor 100 Jahren erkannte man, dass jeder Stoff aus Atomkernen besteht, um die Elektronen herumfliegen.
Den Atomkern wiederum bilden Neutronen und Protonen. Später wurde klar, dass selbst Protonen und Neutronen noch teilbar sind, nämlich in verschiedene Sorten sogenannter Quarks. Einen wahren Teilchenzoo haben Physiker bereits entdeckt. Nur eines jagen sie bis jetzt alle vergebens: das Higgs-Boson. Hier haben die Higgs-Jäger ihr Zuhause. Michael Hauschild stellt sich Fragen wie diese. Warum fällt der Kugelschreiber so schnell auf den Tisch? Seine Masse macht das, logisch. Und doch, er könnte ja auch langsamer fallen. Wäre da nicht die geheimnisvolle Macht der Higgs-Bosonen? Kein unwichtiges Teilchen also, was sie hier suchen. Aber ohne intakten Teilchenbeschleuniger? Monatelang schmoren die Forscher in ihren Büros. Kein Urknall, kein schwarzes Loch. Der von Kritikern beschworene Weltuntergang bleibt ebenso aus wie die erhoffte Revolution der Physik. Alles wartet auf den Tag X. Und der kommt am 30. März 2010. Jubel über die ersten Kollisionen. Ab jetzt rasen Protonen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit durch die Röhren. Monatelang ohne Zwischenfälle. Die Megamaschine läuft. Atomkerne knallen im Millisekundentakt aufeinander. Und der LHC-Beschleuniger stellt neue Rekorde auf. Die ersten Ergebnisse zeigen bereits, dass wir bei diesen Stößen extrem hohe Temperaturen erzeugen. Mehr als 1000 Milliarden Grad. Das ist 200.000 Mal heißer als im Zentrum der Sonne. Ganz so euphorisch fällt die Zwischenbilanz bei Higgs-Jäger Hauschild nicht aus. Ja, letztes Jahr haben wir erstmal eine Zeitreise praktisch gemacht, zurück in 50 Jahre Teilchenphysik. Dort haben wir Teilchen gefunden und Phänomene, die in der Vergangenheit schon bekannt waren. Wir haben also nichts Neues entdeckt. Wir haben erstmal das entdeckt, was schon bekannt war. Das ist aber sehr wichtig auch, um zu verstehen, dass der Detektor gut funktioniert. Und noch ein Detektor, aber nicht irgendeiner. Hier befassen sich Forscher mit genau dem Thema, das monatelang die Welt in Atem hielt. Produziert das CERN schwarze Löcher? Kosmische Vielfraße, die unsere Erde verschlingen? Oliver Buchmüller und seine Kollegen gehen dieser Frage nach. Sie ahnen, wodurch sich die Monster verraten würden. Keine bevorzugte Richtung. 40 GeV haben wir uns angeguckt. Ja. Millionen von Datensätzen werten sie aus und irgendwann stoßen sie tatsächlich auf verdächtige Spuren. Nur, wie erkennt man ein schwarzes Loch? Man kann das dadurch erkennen, dass man eine sehr, sehr hohe Teilchendichte hat. Also diese Teilchenbündel, die hier nach außen geschleudert werden, fast schon explosionsartig. Und diese hohe Energie und die hohe Teilchendichte, die wir in diesem Ereignis haben, ist sehr charakteristisch für die Produktion oder mögliche Produktion eines schwarzen Loches. Für einen kurzen Moment glauben die Physiker, eins entdeckt zu haben. Eine Sensation. Aber leider haben wir diese spektakulären Ereignisse hier mit zu geringer Rate nachweisen können. Und somit müssen wir zumindest für diesen Datensatz ausschließen, dass wir schwarze Löcher produziert haben und dann auch wirklich gesehen haben. Keine schwarzen Löcher in Genf. Enttäuschung bei den Physikern. Aufatmen beim Rest der Welt. Aber 2014 sollen die Teilchen noch schneller fliegen, sich die Energie der Kollisionen verdoppeln. Ob Higgs und schwarze Löcher sich dann noch länger verbergen können? Auch wenn es sich für uns vielleicht wie eine Niederlage anhört, weil hier bis heute keine schwarzen Löcher gefunden wurden. Die Physiker, die haben sehr viel gelernt. Und demnächst geht ja das größte Experiment der Menschheit weiter. Hier im CERN sind Forschungsarbeiten möglich, die anderswo nicht einmal vorstellbar sind. Zum Beispiel auch, wenn es um das Zauberwort Antimaterie geht.